Hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe mit mir, dem DevDex. Ja, und wieder mit einer weiteren Mission von dem Guide für saubere Hände in Dishonored 2. Jetzt mit der fünften Mission. Kaiserliche Konservatorium. Und hier muss ich euch sagen, die Mission, die dürfen wir eigentlich schnell durchspielen, weil die eigentlich total easy ist, wenn man denn weiß, was man da so zu machen hat. So, wir sind hier direkt am Start. Die Leute, lasst ihr am besten mal in Ruhe so. Legt euch gar nicht mit denen an irgendwie oder was. Kommt denen am besten auch gar nicht zu nah, weil da war mal so ein Bug oder irgendwie sowas. Da haben die mich auf einmal irgendwie angegriffen. Unlogisch, obwohl die da eigentlich gar nichts tun. Naja. So. Dann klaut ihr dem das hier. Wirkt hier den Jürgen mal schön. So, legt den hier hin. Denkt ihr euch so, ja, scheiß drauf, ne? Dann speichern wir nochmal hier ganz kurz. Gucken aber nochmal ganz kurz in der Statistik, ob wir entdeckt wurden, überwältigt. Ja, 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 sieht alles schön aus. Weil die Kontrolle würde ich euch auch mal empfehlen, dass ihr die einfach mal zwischendurch macht. Weil sonst zockt ihr und am Ende seht ihr, boah, scheiße, aber keine saubere Hände oder sowas gehabt. Oder jetzt hier, saubere Hände habt ihr eh auch, wenn ihr entdeckt werdet. Aber ich meine, Geist oder wie der Erfolg heißt. Den habt ihr dann natürlich nicht. Und das ist dann richtig mies. So, wichtig ist, wir müssen hier rein. Öffnen wir die Tür, macht die am besten wieder zu, damit die Typen euch da nicht auf den Sack gehen draußen. Oder die irgendwie unnötig reinkommen und euch unnötig belästigen. Dann geht er ein bisschen hoch bis oben auf den Dachboden. Beziehungsweise nicht bis auf den Dachboden, bis hier auf dieser Terrasse seid oder was er darstellen soll. Ah, der speicherte Auto. Ich mache aber trotzdem mal einen Schnellspeichern. Die Leute. Ist da jemand? Scheiße. Die Leute wollen, dass was passiert. Die Leute wollen, dass was passiert. Die Leute wollen, dass krasse wird. Die Leute wollen uns. So. Das war jetzt natürlich richtig mies, würde ich sagen, an der Stelle. Aber egal. Auf alle Fälle müssen da hoch. Da müssen wir aufpassen, damit wir nicht entdeckt werden. Da müssen wir nämlich, das ist wichtig, dass wir da hoch müssen, weil wir müssen nämlich oben das Windrad ausschalten, damit die Lichtwand da Fratze ist. Brauchen wir das eigentlich überhaupt? Nee, das brauchen wir gar nicht. Die Lichtwand ist uns so völlig Wumpe. Stimmt, die ist uns richtig Wumpe. Wir können anders vorgehen, genau. Aber wir müssen da hoch, das ist schon richtig. Gab es mit der Lichtwand Probleme? Hoffentlich wurden wir nicht entdeckt, ey. Aber das ist nämlich richtig, so wie wir laufen. Ja. Jawohl, wir wurden nicht entdeckt. Perfekt, so. Dann ersparen wir uns das. Warum sollen wir da die extra die Lichtwand unten ausmachen, weil wir da eh nicht lang müssen. Klettern hier hoch. Dann warten, bis der Mana aufgeladen ist. Ich will hier nicht zu viel Mana verblasen, obwohl ich 10 Tränke habe. So. Aber egal, wisst ja, DevDex ist immer ein bisschen sparsam. So, dann geht ihr hier hoch. Springen wir auf das Röhrchen. Springen wir mal hier auf das Dach. Wir müssen nämlich aufpassen. Wir können jetzt was versuchen, ne? Ich versuche das aber ungern. Weil ich weiß, dass das böse ausarten kann. Wenn wir nämlich durch das Blutfliegenhaus gehen, ist dann echt tricky, muss ich sagen. Weil da ist nämlich so ein Type. Hast du denn was mitgebracht? Das silberne Zigarette. Der hat das auf euch abgesehen. Nein.
Hör mal, das geht nicht mehr, dass ich für dich stehle. Ich verliere meine Arbeit. Ich versuche jetzt immer mal was anderes hier. Du wolltest doch immer Granate. Ha! Klappt auch so. Kriegen wir wirklich eine Überfahrt auf einem Schiff? Jetzt dürfen hier natürlich nur keine Wachen sein, ne? Das ist dann schon echt mies. Das ist dann schon echt miesi, aber ne. Bis jetzt scheint der Drops eigentlich gelutscht zu sein. Das kaiserliche Konservatorium. Was verbergen diese Gemäuer? Nein! Das war ein Mistake. Schnell, 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 lad auf, lad auf, lad auf. Boah, hab ich eine Sahne. Ich wollte eigentlich direkt hier auf das Ding drauf springen. Und nicht sowas machen. Verlass und kickt am besten nicht den Walöltank runter, das knallt. Oh, Leute. Das war ein richtiger Mistake jetzt gerade von mir. Aber ich habe Glück, ich wurde nicht entdeckt, ey, deswegen speichere ich jetzt lieber mal, bevor mir hinterher das alles ein bisschen zu bunt wird. So. So. Wir speichern. So. Also die Hälfte der Miete haben wir schon mal auf alle Fälle. Ich bin der Lampenmann, denn ich habe die Lampen an. So gehen wir weiter jetzt. Wichtig war, ich weiß nicht, den braucht man eigentlich nicht deaktivieren, aber deaktiviert denn auch einfach mal den Turm. Wir springen jetzt von Lampe zur Lampe. Komm, ich nehme jetzt einfach mal einen Mana-Trank. Ich habe hier 10 Stück, ey. Ich Geizhals. Oh, da füllt der Mana nicht ganz auf, okay. Scheiß drauf. So. Gehen wir hier auf die Lampe. Weil wir müssen nämlich da drüben, seht ihr diese Holzbretter, die da sind? Da müssen wir lang. War ja klar, war ja klar. Dass das nicht so weit geht, ne? War ja klar. Da abbrechen. Gucken wir mal Corvus Teleportiererei. Können wir da irgendwas erreichen da hinten? Wegmachen, weitreichen, nochmal gucken. Ich guck jetzt mal. Wir können aber eigentlich auch hier unten. Naja, da können wir nicht drauf springen. Wir können aber hier irgendwo in das Haus gehen, ne? Ich meine, das geht. Ich meine, das klappt. Ich hasse auch irgendwie Steinberge, ne? Aber. Das ist Holz. Vor allem Steinberge so. Ist das der Brunnen? Wer ist da? Das Wasser ist manchmal wieder. Was ist das, was ich da geöffnet habe? Was ist das? Okay, komm, wir speichern erstmal. Gucken wir, ob wir überhaupt entdeckt worden sind. Wir müssen ja so. Dann gehen wir so voran. Ist halt schade, dass wir nicht den Lampentrick machen können. Von Lampe zu Lampe können wir zwar machen, aber auf die da hinten, auf die letzte, wo wir dann auch zu den Holzbrettern gelangen, das schaffen wir leider nicht. So. Kommst heute Abend mit? Diesmal nicht.
Scheiße, da war eine Falle unten. Der Jobberdraht unten hätte der auch aktivieren sollen, aber egal, die Falle hat uns eh nicht getroffen, von daher ist uns das egal. Wenn wir einmal schon hier oben sind, dann können wir eigentlich auch mal das ganze Zeug hier mitnehmen, das ganze Gedöns. Zack. Nehmen wir die Baupläne mit. Haben wir, so, nehmen wir das mit. Den Rosbo-Prototyp, der ist uns eigentlich sowas von Wumpe. Weil den brauchen wir eh nicht, weil wir gehen eh nicht zu dem Schwarzmarkthändler. So, dann von dem Balkon aus sind wir hier, haben wir uns auf diese Holzbretter teleportiert. Laufen wir dann hier oben natürlich weiter. Wichtig, hier ist irgendwo ein Fenster auf. Hier hast du das sogar schon. Das Konservatorium. Ich mach mal hier einen Schnellspeicherpunkt. Diesen Ort wollte ich mit Wyman besuchen. Nach den Versuchen mit den Grabhunden hat sie aufgegeben. Du hättest die komischen Dinger mit. Bei den Dingern müsst ihr aufpassen, ne? Die können euch auch entdecken und dann ist die Mission auch schon irgendwie ruiniert. Diese komischen Würgeranken da, die Pflanzen, was auch immer das darstellen soll. Die dürft ihr auch nicht zu nahe kommen, die könnt ihr auch nicht würgen. So, die entdecken euch dann auch irgendwie, was irgendwie, weiß ich nicht, total crazy ist. Ja. Dann seid ihr hier drin, ne? Dann versucht ihr hier oben auf den Adler zu kommen. Beziehungsweise ist kein Adler, das ist eine Eule. Dann teleportiert ihr euch hier oben hoch. Geht hier durch das Fenster. Und geht hier oben in den Raum. Und nimmt euch hier hinten die Lupengläser weg, oder was das darstellen soll. Die Linsen. Das sind irgendwie alte Linsen. Das ist der neutrale Weg, wie ihr die halt hier neutralisieren könnt, die Person in der Mission. Und ja, nehmen wir den Mana-Trank hier noch mit. Komm, damit wir dann auch wieder 10 haben, dann haben wir das auch wieder komplett. Nein! Weder geht kaputt, das Glas. Ich raste aus. So. Und dann sollten wir uns einfach am besten noch ganz schnell von hier mein Einfluss nimmt zu. Letzte Nacht verziehen. Ashworth beeinflusst den Orden des Orakels. Und diese Sache mit dann speichern wir hier mal. Legen hier uns einen Speicherpunkt an. Wie gesagt, ihr könnt natürlich auch öfters oder weniger speichern. So, das bleibt euch eigentlich überlassen. Aber ich würde euch schon empfehlen, lieber mehr zu speichern als zu wenig. Oh, das nervt, das weitreichen, das ist irgendwie so man teilweise auch total komisch. Wirkt ihr die? Ganz wichtig, lest euch den Wartungsbrief hier durch. Wenn ich Ashworth Kommunionsapparat tausche die Linsen hier aus. Machtlos. Und jetzt aktiviert er das Ding so schnell wie möglich. Muss nur noch der Schalter umgelegt werden, dann sollte Ashworth machtlos sein. Da können wir überspringen. Was soll ich jetzt tun? Und jetzt sind auch alle Hexen weg. Dieses Gefühl, die Dinge. So. Und ich sag mal so. Ihr werdet vielleicht lachen, ne? Aber. Ihr habt ja die Mission im Großen und Ganzen geschafft. Das ist kein Scherz. Das wäre alles gewesen.
Ashworths Tagebuch verrät mir vielleicht, warum Delilah nicht getötet werden kann. Also, so natürlich, klar, ihr müsst jetzt hier noch ein paar Sachen machen, aber hier sind jetzt nicht wirklich mehr Gegner, die euch was tun können. Wir müssen ja nur noch mal runter in den Keller. Da ist nämlich das Tagebuch von der Delilah. So. Bis auf ein paar Blutfliegen, die ihr hier habt, aber sind jetzt auch nicht das Problem, ne? So, geht da hier rein, drückt da gegen die Wand hier, dann schiebt er das Bücherregal weiter. Könnt ihr euch hier das Audio-Dings anhören, könnt ihr drauf wichsen, könnt ihr euch da rausnehmen, wenn ihr wollt. Müsst ihr aber nicht unbedingt machen. So, und jetzt könnt ihr wieder zu Megan Foster zurückgehen, zum Boot. Das mache ich mit euch natürlich jetzt auch. Jetzt könnt ihr ja sagen, ja so, jetzt beende ich das Video hier, weil der Rest schafft er ja selber. Ah, nee, nee. So ein Arschloch bin ich dann doch auch nicht. Gehen wir hier wieder hoch. Ich speichere lieber mal, nicht, dass ich irgendwo gleich irgendwo gegenlaufe in diese Würgeranken oder so und dann wurden wir doch entdeckt. Oder sind die auch weg? Oh, die sind auch weg, die Würgeranken. Läuft ja bei denen, aber richtig. Wir haben noch Mana-Elixier, da will ich mitnehmen. Dann nehmen wir mal ein neues, dann habe ich wenigstens wieder volles Mana. So, ich versuche jetzt irgendwo von hier hinten den Weg zurückzuwagen. Wir können natürlich auch den Weg, den wir gegangen sind, auch wieder zurücklaufen, keine Frage. Aber ich versuche wieder den buggigen Weg zu nehmen. Der war ein bisschen verbuggt, der Weg. Beim allerersten Mal, wo ich das auf saubere Hände gespielt habe. Das war teils auch lustig auf dem Baum da oben. Deswegen speichere ich hier nochmal, weil das kann nämlich sein, dass das nicht klappt und du dann gleich direkt wieder da runterrutscht. Deswegen speichere, falls ihr das auch so vorhabt zu machen, so wie ich das jetzt mache, über diesen Baum da, die perfekte Stelle zu finden, dass ihr da drauf stehen bleibt und von da aus dann auf den Balkon, der da hinten ist, drauf könnt, dann speichere lieber vorher. Ja, ihr müsst ja echt aufpassen. Ey, das hat geklappt. Schnell weg hier. Geil. Es hat geklappt ohne Probleme. So, speichern wir. Machen wir mal Schnellspeicherpunkt hier. Ich muss jetzt mal eben kontrollieren, ob wir überhaupt mal entdeckt worden sind oder so. Nee, das ist doch perfekt. So wollen wir das doch machen. Ist eh unlogisch. Nee. Wir können hier. Wir gehen hier runter. Wir laufen nicht den ganzen Weg außen rum. Der ist schwachsinnig. Den nochmal extra jetzt zu benutzen, den Weg. Oh. Ich wollte hier einfach runterlaufen. Sollten wir nicht versuchen. Scheiße mit mir. So. Mach da nicht so eine Scheiße. So. Ja, dann können wir hier runterspringen. Perfekt. Und dann können wir hier hinten, ist das Fenster offen. Hä, wo ist das denn jetzt auf? Hier ist das auf. So. Andersrum. Wichtig ist, ne? Ihr erkennt halt jetzt hier wieder. Ich lasse mich euch das kurz erklären, nicht, dass ihr euch da irgendwie hinterher aufregt. Wir sind ja hier hochgegangen vorhin, wo wir den Weg gelaufen sind. Die Fenster, zeige ich euch, kriegt ihr von außen nicht auf.
Da steht, die sind von innen verschlossen. Deswegen, nur von der anderen Seite ist das hier auf. Dann könnt ihr die von innen hier öffnen. Eben in diesem Augenblick. Und dann habt ihr das. Gerade an mich denkt. So, dann gehen wir hier über die Balkons zurück. Speichern hier nochmal machen. Ich mache hier einfach mal einen Schnellspeicherpunkt. So. Nein, nicht jetzt schon das Geländer mitnehmen. Seht ihr, die tun euch gar nichts. Die lassen euch eigentlich in Frieden. Solange ihr da nicht das Schiff oder irgendwas betritt, dann werden die ein bisschen sauer. Ja, ich würde sagen, das war dann mit der Mission. Es ist geschafft. Kaiserliche Konservatorium. Kein Problem mehr. Gut. Aber Emily, da gibt's noch. Ja, gehen wir. Bringen Sie mich zurück zur Dreadful Whale. Ein weiterer Schritt in Richtung Herzog von Sarkonos und Delilah. Tja, guckt. Genauso wie wir das wieder wollten. Ja, ich würde sagen, ne, viel Spaß beim Weiterzocken der Mission. Diese ging jetzt auch mal nicht so lang, diese Mission. So 22 Minuten oder sowas. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach das nächste Mal wieder. Haut da rein, meine Lieben. Tschüssikowski, euer Devdex. Macht's gut. Ciao, ciao.